A und B funktioniert kombiniert. Naja, wir müssen das erstmal in die erste Funktion tun. Da kommt ein neuer Zustand raus. Und dann müssen wir diesen neuen Zustand in die zweite Funktion bar tun. Und was wir dann wirklich zurückgeben, ist der neue Zustand und das Z, was zum Schluss rausgekommen ist. Also so kann man es grundsätzlich machen. So können wir veränderlichen Zustand in Haskell emulieren, obwohl es ihn eigentlich nicht gibt. Nochmal die Idee, wenn eine Funktion einen Zustand braucht, dann übergibt man ihr den alten Zustand und man arrangiert, dass sie den neuen Wert des Zustands wieder zurückgibt. Also zum Beispiel, dass der Zustand könnte ein Zähler sein, der auf irgendwas aufrufen würde und dann würde man hier halt State plus 1 schreiben. Hier nochmal State plus 1. Und wenn man solche zustandsbasierten Funktionen miteinander verknüpfen will, dann geht das, aber es ist nicht besonders schön. Ich muss den Zustand manuell in die erste Funktion fädeln. Da kommt raus neuer Zustand und den Wert. Den Wert tue ich in die nächste Funktion und den neuen Zustand tue ich auch der nächsten Funktion übergeben. Die produziert dann ein Endergebnis und einen ganz neuen Zustand, den gebe ich zurück. Das ist grundsätzlich die Idee, wie man Zustand emulieren kann mit Haskell, aber Monaden sind noch nicht vorgekommen. Ist klar, wie diese Emulierung funktioniert. Ja, man muss halt so ein bisschen so ein Boilerplate. Genau, und das macht natürlich keinen Spaß. Das macht nicht nur keinen Spaß, es ist auch sehr bedenklich. Aus folgendem Grund. Angenommen, ich habe sicher so einen Knopf, der einfach alles für einen macht. Und macht da so einen riesen Batzen Code. Angenommen, ich vergesse hier das Strichzeichen. Dann kriege ich keinen Typ wieder, weil der Typ passt immer noch. Aber jetzt habe ich einen gravierenden Fehler gemacht, weil die Zustandsänderung von der Funktion Q werden nicht mehr berücksichtigt. Weil bar bekommt ja den alten Zustand, st, ohne das Strich. Also das heißt, das ist wirklich hier nicht nur dober Code, das ist auch wirklich stark fehleranfälliger Code. Und jetzt machen wir es besser mit Monaden. Okay? So. Wie ist die Ecke? Ich habe zu euch keinen Blickkontakt. Soweit verstanden, was Sache ist? Wolf, willst du Fragen stellen? Weil es wird jetzt nur schwieriger, ja? Also du erst das verstanden haben. Aber in eurem komischen Zettel steht drin, dass Wolf eine State-Monade macht, weil es nicht gehen kann, weil es schlecht ist. Da hast du gut aufgepasst. Warum bringst du mir das? Nein, also es ist so, das stimmt schon, wenn man als imperativ geprägter Programmierer an eine Aufgabe rangeht, dann will man zuerst alles mit State machen. Ja. Weil so ist man es gewohnt. Ja, das hat sehr viel. Genau, es gibt, ja, das liegt daran, weil Haskell-Leute, anders als Python-Leute zum Beispiel, nicht 100% fundamentalistisch sind. Es gibt Situationen. Okay, ich habe verallgemeinert, das tut mir leid. Sorry, okay. Es gibt Situationen, wo Zustand sinnvoll ist, wo ein Algorithmus, der Zustand verwendet, genau der passende, beste Algorithmus für die Situation ist. Die sind seltener, als man denkt, wenn man imperativ geprägt ist. Aber manchmal gibt es sie. Ja, genau. Und es ist interessant zu sehen, wie es in Haskell funktioniert. Was ist ein schönes Beispiel, wo für einen Algorithmus, wo man wirklich eine Lehrprobe so ein bisschen. Ja, genau. Eine State-Maschine. Wenn du eine State-Maschine willst. Also wenn du TCP implementieren möchtest. Wie halt gerade das Exec bei den Ankunftsaufgaben. Das ist eigentlich wirklich recht naheliegend mit Zustand implementiert, weil man auch mit Zustand nutzt, um darüber nachzudenken. Man hat den Zustand, nämlich den Stapel, und der wird manipuliert. Ja, der wird verändert. Also ich hatte mal ein extremes Beispiel, wo wir bei uns an der Uni in der Haskell-Vorlesung Studentenabgaben testen wollten, und zwar Studentenabgaben auch von Programmen, die im Dateisystem was machen oder Netzwerk oder so. Und wir wollten die nicht einfach so ausführen, also dass die wirklich Netzwerk machen, sondern wir haben im Prinzip das Dateisystem und das Netzwerk komplett simuliert und das auch alles auch in der State-Monade noch ein paar andere Sachen verpackt, sodass das für die Studenten so ausgesehen hat, als ob sie ganz normale Haskell-Programme schreiben. Also ja, das kann man halt mit der State-Monade und sonstigen Monaden so verstecken, dass man das nicht sieht. Ja. Schönes Beispiel. Ja, okay. Wie ist jetzt die Umsetzung von diesem Code mit der State-Monade? Ich schreibe erstmal den Code hin, wie er dann aussieht, und dann diskutieren wir darüber, wie das realisiert wurde. Foo war eine Funktion von char nach int. Das sieht jetzt so aus. Es war eine Funktion von char nach bool, sorry. Die neue Typsignatur ist die hier. Also nimmt eine char
gibt einen Pool zurück, hat dabei aber eine Nebenwirkung. Und zwar keine IO-Nebenwirkung, sondern eine State-Int-Nebenwirkung. Das heißt, die hat Zugriff auf eine veränderliche Variable vom Typ Int. Dann gab es bar. Das war eine Funktion von bool nach String, allerdings auch unter Zugriff auf Nebeneffekte. Und zwar Nebeneffekte der Art Veränderung und Auslesen einer Variable vom Typ Int. Und wie ist jetzt die kombinierte Funktion? Die geht also von char nach state in String. Und für die kombinierte Funktion können wir jetzt die Do-Notation verwenden. Wir tun x in foo rein und y in bar und geben das z dann zurück, was rauskommt. Und ihr seht, offensichtlich ist das viel, viel schönerer Code als der Code da oben. Ja. Wenn ich jetzt für zwei Variablen state haben will, dann muss ich schreiben state in, state int. Das ist eine Möglichkeit, oder die andere Möglichkeit ist, du machst doch nur eine Variable als state, aber dafür eine Tupelvariable. Ah. Und das wäre die einfache Möglichkeit. Die schöne Vorher. Ich finde da noch einen völlig natürlichen Einsatz für Geigen, zwar parsen. Bei parsen, richtig. Da ist immer noch den aktuellen String, der noch. Ja, das ist auch, also da will man das eigentlich auch nicht anders machen. Ja, richtig. Woher bekommen foo und bar den? Genau, das erkläre ich gleich. Genau. Aber Zwischenfazit, diese Art der Komponierung ist offensichtlich viel, viel übersichtlicher als diese. Jetzt muss man den Zustand nicht mehr per Hand durchfädeln, sondern das macht die State-Monade. Und wenn man möchte, kann man das hier übrigens noch vereinfachen. Also genauso möglich wäre, dass ich hier einfach bar y hinschreibe. Ich muss dem nicht extra einen Namen geben und es dann wieder mit return in die Monade packen. Das kann ich machen. Aber nochmal möglich wäre foo x größer, größer gleich bar. Ja? Da muss ich gar nicht den y-Namen geben. Und wenn ich jetzt ganz witzig bin, kann ich es noch schaffen, hier das x wegzukriegen. Ja? Wie läuft das in der Praxis ab? Ich gehe in IRC, ich mache eine Session zum Lambda-Bot auf, sage ihm, also zum Beispiel kann ich da PL sowas machen, dann sagt er mir vermutlich Identitätsfunktion, genau. Und jetzt kann ich eben das ausdrücken, was wir da haben. Wir haben leider diese Foo-Binding nicht, ne? Kann er das trotzdem? Das wäre cool. Ja, genau. Ah ja, okay, war gar nicht so schwierig. Vielleicht sollst du noch Lambda x davor schreiben, oder? Ja, habe ich hier. Achso, ah, okay. Genau. Ja, also erst foo, das, also da kommt das x rein, dann kommt foo x und dann so eine Section-Syntax mit dem spiegelverkehrten größer gleich Operator, der einfach vertauschte Reihenfolge hat. Genau. Ah, okay, der tut sonst nichts anderes, der ist nur anders. Genau. Übrigens, wie in Perl 6, ne? Da gibt es auch die Pipe-Operatoren, drei größer oder drei kleiner, je nachdem, welche Reihenfolge man. Oh, die kennt das noch gar nicht. Geht es nicht auch mit dem Klassik? Genau, aber den habe ich, glaube ich, nicht vordefiniert. Ich? Weiß ich nicht. Größer ist gleich größer. Ja, ist der vordefiniert? Der ist vor. Ah, wir leben in einer schönen Zeit. Okay. Damit geht es auch, richtig. Dann wäre es einfach Q größer gleich größer bar, ne? Ja, das sieht ein bisschen wie der Spaceship-Fleet-Operator in Perl aus. Ich kann nicht genug betonen, dass die Haskell- und Perl-Communities sehr kompatibel sind. Es gibt einen Unterschied mit dem statischen Typen, Typisierung natürlich, klar. Okay. Aber ansonsten, was viele Philosophien einstellen, also die Einstellung. Das solltest du zu manchen Leuten nicht so laut sagen. Ich sag das gerne laut. Und ich komme von der Perl-Community. Ich habe jahrelang oder zwei Jahre an der Perl 6 gearbeitet. Also, ich darf das sagen. Okay, vorhin war die Frage von Felix: Wie kriegt denn die Funktion foo und die Funktion bar, wie kriegen die den aktuellen Wert des Zustands? Und Folgefrage, wie können Sie den Zustand setzen? Dazu gibt es zwei vordefinierte Funktionen, die in der State-Monade sind. So wie getLine und putStringLine vorgefertigte Funktionen für die U-Monade sind, gibt es get und put. Und deren Typsignatur sind die beiden. Das heißt, get hier, das ist eine Aktion, die in der State-Int-Monade abläuft. Und die dann den Int produziert, nämlich den aktuellen Wert des Zustands. Und put nimmt einen neuen Wert des Zustands und produziert einen Nebeneffekt, eine Nebenwirkung, die keinerlei Rückgabe hat, aber halt als Nebenwirkung den Zustand setzt. Und ein Beispiel könnte man machen. Wir lesen den Zustand aus und
setzen den um 13 erhöhten Zustand. Ja? Und jetzt sollten wir das mal laufen lassen. Dazu muss ich ein bisschen das Pseudocode auskommentieren. Ne? So, get und put auch nicht, weil das ist schon vordefiniert. Ich muss control monad state importieren. Also die I.O. muss man nicht importieren, aber die schon. Ja. So. Und Imports dürfen nur ganz am Anfang sein, ja? Das war gerade die Fehlermeldung. Und jetzt haben wir noch einen Fehler in der Definition von Tailstriche. So. Gut. Punkt Z. Und jetzt gebe ich noch eine Typsignatur vor. So. Okay, jetzt haben wir hier Witz. Wenn ich Witz Enter eingebe, sagt er, er kann sich ausgeben. Er kennt keine Show-Instanz für solche IO-Optionen. Oder nicht IO-Optionen, sondern State-Optionen. Ja? Gut. Die Frage ist jetzt also noch, wie kann ich so eine State-Aktion wirklich ausführen? Vorher hätte man auch fragen können, wie kann ich eine IO-Aktion wirklich ausführen? Gibt es eine Funktion vom Typ IO-String nach String, die diese IO-Beschreibung wirklich nimmt, ausführt und mit String zurückgibt? Antwort gibt es nicht bei IO-Aktionen, sondern Dart war die einzige Möglichkeit, IO-Aktionen wirklich auszuführen, die sie an den Namen Main zu geben. Ja? Aber bei der State-Monade ist es anders. Aus der State-Monade kommt man schon raus. Ja, und zwar mit der Funktion RunState. So, RunState nimmt eine State-Aktion, einen Anfangs-State und gibt zurück den neuen State, die machen Sinn, und den Wert. Das heißt, wenn wir RunState Witz machen, okay, dann kommt jetzt noch ein Int rein, der Anfangszustand, und Ergebnis ist der neue Zustand und halt was berechnet wird. Wir können auch was Interessanteres berechnen, vielleicht ein Bool zurückgeben oder ein String. So. Dann ist Hallo der Wert, der rausgegeben wurde, und 23 ist der finale Wert des Zustands. Wir können auch nach Witz nochmal Witz anwenden. Dann ist halt der neue Wert des Zustands 36. Also der fundamentale Unterschied zwischen der IO-Monade und der State-Monade ist der, dass man aus der State-Monade rauskommt mit Run-State. Aus der IO-Monade. Ich muss dann auch jedes Mal, wenn ich in dem Run-State-Programm State verwende, auch in meiner .hs-Datei Run-State verwenden. Ja, an irgendeiner Stelle musst du Run-State verwenden, um eben dieses Durchfehlen des Zustands quasi anzustoßen. Aber es kann auch sein, wenn ich viele Funktionen mit State habe, die voneinander abhängen, dann muss ich nur einmal Run-State machen, ja, und der genau. Macht es baummäßig. Genau. Okay, also ist nur State, aber auch Start in Folge. Der Typ des States oder? Zu einem festen Zeitpunkt. Kann ich mehrere States gleichzeitig haben? Ja, schon, du musst nur ein bisschen aufpassen, dass du es. Halt von dem Typ macht, richtig machst, aber es kann nicht sein, dass du was aussehen nach falsch machst. Das verhindert das Typsystem, aber es kann sein, dass du es nicht hinkriegst mit dem Typsystem, quasi das zu kennen. Beispiel wäre so ein bisschen was, was Ritchie gemacht hat. Was ist, wenn du einen Int und einen Bool als Zustand haben willst? Ja? Dann wäre die kanonische Lösung, diese Monade zu verwenden, die also eine Tupelvariable hat. Aber vielleicht machst du aus Versehen das da. Und dann musst du so verschachtelt RunState ausführen. Weil ein RunState tut eine State-Monade wegpoolen. Es bleibt aber noch eine andere. Aber das sieht man dann, wenn man es. Es gibt noch eine nützliche Funktion, und zwar ist das die Funktion Modify. Die hat folgenden Typ. Mit der kann man diese beiden Zeilen Code hier verkürzen zu Modify plus 13. Ja, das ist oft, dass man den Zustand nimmt und dann sofort ihn wieder schreibt mit dem neuen Wert. Das kann mit Modify sehr schön umsetzen. Und wenn ich jetzt so ein Tupel hätte, wie würde ich dann mir aus dem Tupel eins von beiden rausziehen und dann nur das ändern? Sagen wir erstmal, okay, ja, das würde so gehen. Also du musst schon wirklich beide zurückziehen.
Brauchen wir losziehen und dann hier wieder dasselbe Y lassen. Okay. Aber mit Modify würde es dann nicht gehen? Nicht so einfach, genau. Okay. Und wenn du doch willst, dass es geht, es gibt eine fertige Lösung mittlerweile dazu. Das heißt dann Lenses. Und Tim hat einen mehrtägigen Vortrag darüber gehalten. Es ja, ich erinnere mich. Genau, so, es ist sehr, sehr geil, aber du brauchst dann diese Lenses, wenn du es schön haben willst. Wenn du sagst, okay, ich will es jetzt nur mal kurz machen, dann geht's auch, dann sagst du. Okay, damit der sorry. Mit Emacs rettest du jetzt andere Probleme. Das Problem ist, es kommt ein Piepton, wenn ich mich vertippe. Aber der Piepton muss geladen werden. Mein Laptop ist der langsamste Laptop aller Zeiten und deswegen. Ach so, ja. Aber du kannst es so schreiben, aber dann muss dann trotzdem noch das Y explizit erwähnen. Ja, okay. Das ist nicht so schön. Diese unendliche Liste. Records gäbe es noch, mit dem man das umgehen würde, aber die will ich gar nicht erwähnen. Okay, das in deiner Vorstellung. Wenn man okay, damit könnt ihr die erste Aufgabe machen, die auf dem neuen Umstand, die State-Aufgabe. Was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, ist, wie das State implementiert wurde. Das besprechen wir vielleicht bei nächsten Theory vor. Weil erstmal könnt ihr es verwenden. Wenn ihr Übung habt im Versenden, verwendet, dann ist eine interessante Frage, wie das vergessen. Ja, allgemein kam es jetzt ja noch sehr, sehr wenig wirklich Mathe in Erna zu Monaden. Ich glaube, das finden die meisten auch gut. Genau. Ich werde nicht erklären, warum der Monade gut ist. Aber ich glaube, bei der nächsten Revision erkläre ich, wie das intern. Also, was ihr schon mal merken könnt, ist X von Geld und Put und so weiter. Das führt im Hintergrund wirklich zu genau dieser Art Schachtelcode, den wir gerade manuell geschrieben haben. Aber er könnte das halt irgendwie gestrichen von selbst. Genau. Ausgießen möchte, braucht das ja online. Genau. Es gibt immer nur einen. Oder es gibt ein Tupel. Kann ich den rausziehen? Und dann holst du das Tupel. Doch, mit. Also, das ist ja gerade einfach nur ein Feld. Kann ich aber den einen isoliert rausholen? Ja. Oder ist das auch dann so? Nö, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Entweder so, vorne ignorierst du halt, dass es den Fehler gibt. Ja, also 10. Hier den X-Rechner. Also einfach mal macht nichts damit. Genau. Oder? Was ist hier passiert? First hat ja diesen Typ. F macht First, hat folgendes. Wobei M irgendeine Monade ist oder sogar nur ein Funktor. Und insbesondere also hat Effort First dann von dem Typ State int bool nach State int bool int. Und wenn du jetzt also hier ran get anwendest, dann wird halt das erste Argument gefüttert. Und das ist der Rückgabewert, also eine monadische Aktion. Vom, die dann ein Input zu tun. Ah, woher wissen Sie den ersten Wert von Z? Ich habe bekannt am Anfang, dass Sie die Methode war, aber ein Methode war praktisch so an der. Achso, ja, richtig, genau. Das macht mega cool. Das meine ich. Ach so, stimmt. Hier, kombiniert, dort. Richtig. Da, das meinst du, ne? Genau, das ist ja. Und was ist da deine Frage? Das nächste Element. Und das hier gibt es aktuelle Elemente. Also was macht man mit dem X? X ist einfach nur der. Und schau. Ja. Das ist quasi gerade die Magie. Ja, genau. Du meinst den Anfangswert des States. Den füttere ich, wenn ich Run State versuche. Hier, bei 10. Dann ist 10 der Anfangswert. Irgendwann musst du es machen mit dem Run State. Da musst du eben, du nimmst das State A, das ist eine abstrakte Beschreibung von der State. Und jetzt füllst du sie aus. Indem du sie ausfüllst, aber musst du ihr den Anfangswert zugeben. Und dann berechnet sie ein Ergebnis und sagt auch, was der neue State ist. Das ist das erste Mal.
setzt mal ein Ding auf die nächste. Aber du musst das halt hier nicht nochmal wiederholen, ja, weil der aktuelle Zustand wird halt mit dem Get geholt. Und der holt sich das halt kommunalisch aus dem Konzept. Es wird noch ein bisschen klarer, wenn es dann nicht die Verbände mit den State-Monadischen Kommentieren nochmal.